Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bussenmatte-Projekt. Da ich jetzt mit Bussenmatte 18 so weit abgeschlossen habe, in Anführungszeichen, halt in dem Sinne, weil ich mit der Mission durch habe, habe ich ja schon bereits angekündigt gehabt in den einen oder anderen Bussenmatte 18 Video, dass ich mich danach mit dem Tourist Bus Simulator beschäftigen möchte. Und das machen wir jetzt. Und wir werden nichts dergleichen machen, von wegen, hä? Moment, choose your mode, ich bin jetzt verwirrt. Also wir gehen natürlich auf Economy und so weiter und so fort, mit Progress und Management und so weiter und Challenge. Nicht auf den, also nicht mit Schedules und Freeplan, Custom Rules und Weather Control, sondern wir, ja, gehen komplett auf den Economy-Modus. Mit Progress, mit Management, mit einer Challenge und ja, ich bin mir auch unsicher, ob ich es noch auf Deutsch halte oder nicht. Da ist ja mehr oder weniger eine spanische Insel, also wird glaube ich Englisch doch schon sinnvoller sein. Ich muss vielleicht nochmal die eine oder andere Anpassung machen, was den Sound betrifft. Ja. Warum auch immer das gerade so ein bisschen rumgeleckt hat. Ah ja, da weiß ich, ich erinnere mich wieder, ich muss doch wieder ein bisschen an den Einstellungen da ein bisschen rumbasteln, was wegen des Blur-Effektes. Da kann ich dann gleich nochmal bei Steam kurz raussuchen, wie das war. Ja, wir nehmen. Ach, wir nehmen einfach mal den. Den Charakter, wir haben. Den 1.6.2021, interessant. Wahrscheinlich, wenn man halt im Sommer startet oder so. Schade, wäre nicer, wenn. Ja, gut, egal. Na, ist ja wie es ist. Skip Time. Nehmen wir mal den Namen. Realistic, Simple Motor Start, Stop, Simple Driving, Simple Light Control, Simple Door, Simple Air Condition, Simple Reading Light and Risk Clearance, Simple Wipers. Achso, nichts mit Simple, ja, ne, hier schön realistisch. Und so. Ja. The Company. Leave the airport and get in your car. Welcome to Fort Aventura, Achievement Unlocked. Ich guck mal kurz was wegen den Settings, von wegen Blur-Effekt und so weiter und das wird auch mit Anti-Aliasing, ne? Und schalte es eben fix ein. So, wunderbar. Ich habe jetzt ein bisschen rumgebastelt. Oh, Skillpunkte haben wir. Wir haben Orders, wir haben Scheduling, wir haben den Kalender, wir haben die angestellten Autos, Inventory haben wir auch. Das, ich, vom Game finde ich halt sehr nice, dass es super komplex ist. Ich habe das Gefühl, ich merke, dass ich Anti-Aliasing auf 0 habe. Oh Gott. Ja. Gehen wir mal zum Fahrzeug. Dieses Geflacker hier bei den. Ah, schon etwas besser. Aber ich muss noch ein bisschen rumbasteln, dass es auch wirklich den Setting so ist, wie es angenehm ist. So, dann starten wir mal den Motor. Ja, legen wir den Gang ein. Jetzt kann ich die Lautstärke von mir wieder lauter machen, wenn es will. Dankeschön. Dann lösen wir mal die Dings und dann können wir jetzt Gas geben. Die Frage ist, wo müssen wir raus? Wir müssen hier geradeaus weiter, alles klar. Ich merke schon, das wird ein Spaß hier zu fahren.
Okay, da ist der Blinker, ja schon mal gut zu wissen. Das war der Motor, hoppla. Was ist denn der andere Blinker? Wo ist denn der Warnblinker? Ist das nicht? Das sieht wieder praktisch aus, dass wir komplett andere Einstellungen sind. Aber so komplett anders. Oh Gott. Kann gut sein, dass ich noch mal ein bisschen mit den Grafikeinstellungen ein bisschen rumbasteln muss. Ja, und noch ein bisschen die Controls angucken muss und vielleicht noch verändern muss. Das ein bisschen besser passen. Okay, wir dürfen jetzt hier 450 fahren, wunderbar. Ey, man muss halt erstmal so ein bisschen wieder reinkommen, ne? Also andere Steuerung ist natürlich klar. Na, man merkt halt schon bei mir, dass ich mit der Tastatur fahre. Dann muss ich vielleicht das nochmal ein bisschen mehr feinjustieren, die Steuerung. Na klar. Alter. Aber wir fahren erstmal zu Firma und machen das dann dort, wenn wir so angekommen sind, dass ich jetzt noch mal ein bisschen was rumändere. So ein Cruise Control oder so ein Tempomat wäre halt schon sehr angenehm. Da man sich dann mehr, da ich mich dann ein bisschen mehr aufs Lenken konzentrieren kann. Da es ja doch schon gerade zumindest sehr hart ist. Aber vielleicht kann ich die Settings auch ein bisschen weicher noch machen. Schon, es gibt irgendwie auch Shops und so weiter. Ach. So ungewohnt, dass man jetzt hier gerade. Dass ich jetzt gerade hier mit der Kamera da ein bisschen rumbasteln muss. Also die Kamera selber justieren muss. Weil wir sind immer bei der Firma. Wir haben jetzt ein Restaurant genutzt. Ah, genau. Noch ein Gym. Da war ja was, dass man hier sehr viele Sachen hier ändern muss und so. Also, was es ändern muss, dass man hier. Ja, schauen wir es mal einfach hier hin. Sehr, sehr viel hier gerade. Ich werde doch nicht irgendwas einpacken sollen. Ah, schön, man kann hier auch ranzoomen. Ja, nicht perfekt, aber ich nehme es nur einfach hin. Boah, ja, gut, dann nehme ich mal denselben Namen. Und dann gehen wir mal rein. Ah, okay, deswegen. Das war gerade ein bisschen verwirrend. Genau, es gibt hier sehr viele verschiedene Sachen, ne? Mit Drucker und so weiter und so fort und ach, eine Menge Sachen, die es hier zu entdecken gibt. Aber wir machen erstmal das, was wir sollen und holen uns unseren ersten Bus. Click on this button to open the second-hand vehicle market and then choose one of the available vehicles. Details in the buy option will be displayed. Click and hold the buy button until you have purchased the vehicle. Alles klar. Gucken wir mal, welches Fahrzeug wir uns holen. Ja, neue Fahrzeuge. Wir haben zwar 200.000, aber
Wir gucken erstmal hier, ob es hier was Günstiges gibt. Ein Lions Coach der Second Generation. Klingt doch ganz gut, allerdings würde ich dann eher hier drauf gehen. Okay, Oil Change müsste noch getan werden. Und das, ja gut, Body Damage ist halt auch mit dabei. Ein Oil Change ist überflüssig gewesen am 9.2.2021. Gucken wir nochmal, wie das hier mit dem Fahrzeug ist. Der hat kein Tire Change. Oh, der 11.000, der ist fast 7.000 Kilometer über dem Tire Change. Und Air Conditioner ist auch nicht da. Hier haben wir halt nur Body Damage und alle anderen Sachen funktionieren. Oil Change, ja gut, ist jetzt halt auch knapp 6.000 Kilometer drüber, aber wir holen uns einfach mal diesen Bus. Dauert halt 5 Tage, bis wir den haben. Hat 25.000 Kilometer runter. Dann nur noch 32 Liter im Tank. Würde ich sagen, kaufen wir uns den Bus. Please contact your vehicle at the. Ja, dann sollen wir am 6.6., also in 5 Tagen, zum Hafen fahren. Machen wir doch mal. Go to the wall clock to open the calendar. Ich guck nochmal kurz, hier von wegen Einstellung, ob ich hier ein bisschen das weicher machen kann, die Steuerung. Ja, gut, war jetzt nicht sonderlich ertragreich, was jetzt die Steuerungänderung betrifft, aber gut. Habt ihr zumindest noch mal ein bisschen mehr Tastenkombination, ein bisschen was umgelegt, also dass jetzt das Fernlicht auf G und nicht auf F ist und dass auf F jetzt der Warnblinker ist. Und der Rest ist eigentlich geblieben. Genau, man kann nach mit 3 und 4 kann man wohl nach links und nach rechts gucken. Werde ich da mal gleich gucken. Dann, ja, und ich habe das Spiel nochmal auf Deutsch gestellt. Dann klicken wir auf den Button zum nächsten Termin und diesen Termin bringt die Zeit zum Abholtermin. Alternativ kann man mich auch auf den Tag klicken, um dahin zu springen, alles klar. Dann springen wir mal bis zum 6.6. um 8 Uhr und holen uns den Bus. Fahren wir zum Hafen in Puerto del Rosario, um den Bus abzuholen. Ach ja, mal einfach so rausgehen. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier raus. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe sie grandios geparkt und ich habe immer noch mein Licht an. Läuft. Genau. Wir können ja kurz mal auf die Karte gucken. Es gibt halt hier verschiedene Sachen. Wir können dann mal kurz zum Fitnessstudio gehen, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wie das war. Aber ich meine, man muss halt irgendwie. Es geht halt irgendwie auf Reputation und so. Man kann auch sich Häuser kaufen, etc. und Fahrraten halt Wohnungen zuweisen und so. Dieses Fitnessstudio verbessert die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter. Okay. 1 von 11. Alles klar. Muss ich in den Kaktus laufen. Dann war das halt mit den Restaurants, glaube ich, dass man. Dann würde ich da werden. Dieses Restaurant wird als Haltestelle für Sightseeing-Touren verfügbar sein und verbessert ebenfalls die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter. Also ja, das ist halt so quasi, es hilft halt alles unseren Mitarbeitern irgendwie, wenn wir hier Sachen auflecken. Ich bin hier im Weg. Allerdings bei Sachen wie jetzt hier beispielsweise einem ja, kleinen Restaurant, einem kleinen Bistro, das hilft dann wiederum. Wie heißt das noch gleich? Ich bin hier schon wieder auf der Straße. Das hilft halt auch uns, um halt Sightseeing-Routen und so weiter festzulegen. Okay, schön, dass der Supermarkt auf der Straße ist. Okay. Ja.
gut. Wir haben auch irgendwie Getränke und so weiter. Ja, ich möchte den Supermarkt verlassen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich den Supermarkt verlassen möchte. Ja, wie das mit dem. Na, ihr könnt ja hier sehen, hier, wir haben hier auch. Wir haben Kalender und Fahrzeuge aktuell freigeschaltet. Inventar ist halt irgendwann auch verfügbar. Aber wir machen erstmal mehr oder weniger so das Tutorial und. Genau, und dann würde ich sagen, gehe ich zurück zum Bus, beziehungsweise zum Auto, damit wir uns den Bus holen können. Okay, es gibt. Na, da war ja was mit Suchbereich. Stimmt, das muss man irgendwie auch aufdecken oder irgendwie sowas war das dann, glaube ich, ne? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wir haben halt irgendwie hier einen Suchbereich und so weiter und so fort. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das. Ich habe es mir ja bei Larven angeschaut, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber das werde ich dann halt irgendwann auch entdecken. Dass mir wahrscheinlich nicht den Dings draufkommt, ne? Das wollte ich nicht. Weil ich ständig nicht den Bordstein wieder hochkomme. Wir haben hier halt auch werkstattmäßig und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir selber irgendwie reparieren oder wie oder wo oder was, wie das nochmal ganz genau war. Aber okay, wir können hier. Wir haben hier 1000 Dollar. 1000 Euro. Nehmen wir. Nehme ich mit. Da haben wir hier Busreparatur. Ist natürlich zurzeit nicht verfügbar, da wir den Bus noch nicht haben. Bisschen ranzig noch. Wir können uns auch noch eine eigene oder können uns auch Wohnungen irgendwie kaufen und verbessern und so weiter und so fort. Irgendwie da, schade, dass es noch so ein bisschen rumleckt. Wir haben hier noch einen Hinweis. Verschlossenes Versteck. Das ist ja interessant. Interessant. Da kommen wir auch nochmal hin. Ja, ich guck mir einfach nochmal hier so ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch was. Ansonsten. Nochmal Geld. Geld können wir immer mitnehmen. Vor allem so am Anfang. Wir haben ja nur noch weniger als 400.000. Oh, 2.500. Geil. Ha, das ist schon interessant, wie viel Geld hier rumliegt. Das ist nice. Da lohnt es sich doch schon, sich alles genauer anzuschauen. Genau, und hier haben wir halt unsere Garage für die Busse und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir auch unser eigenes Fahrzeug teilweise reparieren müssen. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Laven hat ja bis dato noch nicht allzu weit gespielt. Und ich habe es halt auch bei sonst niemandem gesehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir raus und setze ich mich ins Fahrzeug. Und da das wie auch schon etwas länger ist, würde ich sagen, fahre ich dann im nächsten Video zum Hafen und hole dann den. Jetzt muss ich aber nochmal kurz gucken, welchen Bus wir überhaupt haben. Und hole den MAN Lions Coach Second Generation vom Hafen ab. Cool, Werkstatt haben wir auch, ist aber noch zurzeit nicht verfügbar. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Tourist Bus Simulator Video wieder.